Und da sind wir wieder bei Dragon Age 2022. Wusstet ihr, dass es eine Mod gibt, mit der man die Introsequenz überspringen kann? Die Introsequenz, die man buchstäblich mit Drücken von Escape wegdrücken kann. Und da ist nicht mal ein Delay oder sowas, dass irgendwann eine Ladeverzögerung hätte. Nein. Das Spiel geht auf, das Schwert geht durch, man hört die. Und ich kann sofort Escape drücken und bin im Menü. Kein Delay, kein Ruckler, kein Loading, nichts. Es gibt buchstäblich eine Mod, die 0,5 Sekunden Escape drücken spart. Ich bin ja jemand, der wirklich gern seine Spiele moddet, aber. Also, manche Leute sind doch sehr interessantes Völkchen, sagen wir es mal so. Wo muss denn das überhaupt hin? Von da kamen wir, das heißt, wir müssen in die Richtung. War ich da schon? Nein. Dann gehen wir da jetzt zuerst hin. Unheilvolle Tür. Okay. Wir gehen woanders hin. Vielleicht geht die ja hier auf. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Ah, die haben wir ja schon mal getroffen. Die hier gerade geredet hat. Ist hier irgendwas? Ja, ein Steinhaufen. Oh, sorry, ein zerbrochener Stein. Das ist natürlich was anderes. Mit einem gefrorenen Blitz. Wir sind schon wieder fast volles Inventar. Weil ich halt jeden Müll mitnehme. Bonama. Ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Ja, anscheinend ja nicht, ne? Hier sind ein Haufen Zwergengeister. Mit denen ich aber nicht interagieren kann. Relikt der Legion der Toten. Sehr schön. Kodex, taubes Gestein. Und ein Legionärsaltar. Das ist hier nichts, ne? Nee. Helm der Legion und Legionärsschlüssel. Okay, damit machen wir die unheilvolle Tür auf. Neue Quest, Kaste der Toten. Die Geschichte der Totenkaste hat die Position eines nicht gekennzeichneten Grabes in den Todesgräben preisgegeben. Ja, Überraschung, ist jetzt hinter der unheilvollen Tür. Absolut nicht gekennzeichnet, ne? Andy, was hast du für einen Helm? So, du hast den Moloch-Helm. Wie im Vergleich ist er zu der Helm der Legion? Ich finde es auch interessant, dass die Handschuhe der Legion, die Rüstung der Legion und die Stiefel der Legion alle aus Drachenknochen sind, genauso wie dieser Helm, aber der Helm eine andere Farbe hat. Anyway, er ist schlechter. Also gibt's den nicht. Und wie wir hier sehen, braucht man den Helm nicht für den Gegenstand-Set-Bonus. Trotzdem gucken wir mal kurz an, wie er aussehen würde. Ja, okay, der generische Zwergenhelm. Der Helm der Tiefe hatte ich wahrscheinlich schon mal verglichen. Naja, es ist schlechter. Aber hey, wir haben ihn jetzt theoretisch. Und dann haben wir jetzt das volle Set. Das hat denen wohl nicht gefallen. Okay. Erledigt. Gehen alle auf mich? Ja gut, der geht rocken, das ist fein. Hauptsache keiner geht auf die Backline. Ja, falscher Knopf. Ich wollte das hier machen. There we go. Ach hey, guck mal, wer es inzwischen auch mal vorne geschafft hat. Wie ihr meint. Ist da irgendwie ein Fesselclip oder was war da los? So, die gehen nach wie vor alle auf. Gehst du, nicht auf Liliana. Also wirklich, manche Leute. So, du weg, du weg. Alright. Und das war's anscheinend, okay. So, dann jetzt ab zur unheilvollen Tür. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind. Mhm. Kleines Foreshadowing zu dem, was wir gleich noch sehen werden. Also die Quest hier unten, die ist schon ziemlich messed up, wenn man nicht weiß, was kommt. Ich werde es tun. Sie haben Laryn genommen. Sie musste unsere Freunde essen. Ihrem Ehemann das Gesicht abziehen. Und sein Blut trinken. Fleischiger Sack. Mit einem schwachen Wundumschlag. Will ich den haben? So, noch mehr Codex-XP.
Nur um sicher zu gehen. Okay. Aber wie gesagt, sicher ist sicher. Sarkophag. Wie gemeint, während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Insignien einer toten Kaste. Ein zwergisches Wappen mit tief vergangenreichenden Wurzeln. Ein neues Feld liegt nahe, dass der Träger sich entweder einem Haus anschließen oder ein neues gründen wollte. Muss ich alles in Bewahrung bringen, oder? Ja. Ja, okay, warum nicht? Zerbrochener Stein. Als erledigt. Lebensstein, fleischiger Sack mit einem tiefen Pilz. Und ein fleischiger Sack. Gut, Mutter. Mit Geld. Ich musste die Brutmutter letztes Mal nicht zensieren, also mache ich es dieses Mal auch nicht. Mal schauen, wie lange das gut geht. So, ja, hier sehen wir eine Brutmutter der dunklen Brut. Mal gucken, wie viele von, ob wir die Tentakel mit dem Feuerball direkt erwischen können. Oh, die nehmen davon nicht wirklich. Wo rennst du jetzt schon wieder hin? So, wir müssen am besten mit den Fernkämpfen in der Mitte vom Raum stehen. Weil wir werden nachher noch Tentakel spawnen. Da muss ich aufpassen, dass die nicht unsere Damage-Dealer angreifen. Deswegen ich auch darauf mich fokussieren werde, die Tentakeln abzuschneiden, während der Rest die Brutmutter angreift. So, waren das alle fürs Erste? Okay. Da werden gleich noch mehr kommen, aber fürs Erste können wir mal weiter draufhauen. Das heißt, wir machen so. Und Ockern hat von irgendwas Agro. Das ist gerade nicht so gut. Gebt die Richtung vor. Geh auf mich. Oh, ja, das ist nicht gut. Ja gut, wir müssen dich gleich oder gleich nicht vielleicht wiederbeleben. Oh, wir gucken mal. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Heilung ist OP, Magier sind OP. Und das abusen wir. So, immer wieder darauf achten, dass keine Tentakel rauskommen, die dann die Backline angreifen. Okay, das war Phase 1, wie es aussieht. Und wir sind gegen die Betäubung immun. Und da ist ein Hörlock. Wow. Wie hast du es bitte geschafft, dich auszusperren? Oh, da kommt wieder der Tentakel. Okay, nehmen wir mal kurz so ein. Ich bin soweit. So, weg mit dir. Die HP achten von allen. Liliana wird angegriffen. Okay. Machen wir es anders. So, die gehen ja gerade auf mich. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. So, alle auf mich bitte. Gruppenheilung bitte. Natürlich wird in der Cast-Animation. Natürlich kam der Kreischer, nachdem ich getauntet habe. Okay, auf den Boden mit euch jetzt erstmal alle. So, Liliana, weg von dem Tentakel. Wir legen mal kurz den hier um. Spinne. Du gehst mal auf die Leute hier. Ich bin bereit. Findest du dein Ende? Achso, weil Ockern gerade die Brutmutter killt, ist in der Zeitlupe. Na komm, das gucken wir uns auch an. Oh, das war's schon, okay. Haus du ab! So, jetzt du.
Okay. Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Branka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. So, und jetzt stelle ich mal diesen Kampf vor, ohne absolut obergeile Rüstung und sehr hohes Level. Also wenn man nach Ostergard zuerst geht, dann viel Spaß mit der Brutmutter. Ich werde es tun. Mühsal aus Silber. Ich finde es schön, dass man hier jetzt einfach eine schlechtere Rüstung kriegt, als man auf dem Weg hierher gefunden hat. Und von allen natürlich wird das hier gelassen. Nicht die Seelenfresserbombe. Nein, die Sachen, die Geld geben, werden zurückgelassen. Okay, anyway, von wo kamen wir, wo geht's hin? Von da kamen wir. Hier ist bloß Sackgasse für die dunkle Brut. Gleiches gilt für hier. Oder? Ne, halt, hier geht's weiter. Hier geht's echt schlimm. Ne, halt, von hier kam ich. Ja. Nee. Hä? Moment. Wo geht's hier hin? Hier sind die tiefen Wege. Von hier kam ich. Ich bin gerade hart verwirrt. Gehen wir mal die Sachen, davon die wir wissen, dass sie falsch sind. So. Hier kann ich lang. Und hier ist sonst... nichts. So. Haben wir das geklärt? Das Klappern von der Rüstung gepaart mit dem Stapfen auf dem Schleim klingt auch sehr interessant, würde ich mal kurz anmerken. So, und hier ist auch nichts. Okay, gut. Das ist die Spinne, was so klingt. Das ist die Spinne, was so klingt. Ihr könnt mich um alles bitten. So, jetzt wo der Bär wieder da ist. So, von hier kam ich. Ja. Echt? Kam ich echt von hier? Ich meine, muss ich anscheinend. Ich meine, offensichtlich kam ich von hier, aber. War die Brutmutter denn nicht links, als wir in den Raum reingekommen sind? Oder habe ich gerade das falsch im Kopf? Anyway, ab zum Amboss der Leere. Beat freigeschaltet. Wenn Amboss irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Dann bereiten wir uns mal darauf vor, eine vorbereitete Branka zu treffen, I guess. Ich meine, die gerade eh schon durchsickern lassen, dass Branka die Leute, ihre Leute verraten hat. Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau. Du redest mit einem grauen Wächter. Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Stimmt, er ist tot und die Versammlung kann sich nicht entscheiden. Was habt ihr mit all dem zu tun? Warum interessiert sich eine Oberflächlerin für Zwergenpolitik? Ihr müsst einen Gönner haben. In hoher Position. Und der muss etwas Bestimmtes wollen. Nun, was könnte das wohl sein? Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen.
Weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, mit dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Und wo liegt das Problem? Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Einschließlich Hespit und den anderen eures Hauses? Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Wenn man Shale hier mitnimmt, weil Golem und so, gibt's ein paar sehr coole Voicelines, aber wie gesagt, die passt halt nicht in die Party, weil man Ogryn mitnehmen muss. Okay, das sieht nach dem falschen Weg aus. Das ist ein Haufen Lava. Aber interessant, dass dieses ganze Gebiet hier begehbar ist und dafür ist einfach nichts. Ah. Na gut, okay. Dann gehen wir mal in Carradins Labyrinth, was auch immer das sein soll, ne? Wieso ist präziser Schlag aus? Wie ihr meint. The fuck? Wieso war der aus? Wann bin ich nicht mal gestorben an irgendeinem Punkt? Oh ja, bin ich wohl. Wann war denn das? Kurzbogen aus Sylvanholz, der gibt mehr Geld als schwache Natursalbe. Hallo? Ich brauchte Freiwillige für Carradins Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mein, eingeschworen auf mein Haus. Und wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth. Aber selbst sie konnte nicht verstehen, dass das Streben nach Größe Opfer verlangt. Und zwar so viele, wie eben nötig sind. Das klingt doch nach den Gedanken einer rationalen Person, ne? So, tschüss, Giftextrakt. Okay, was haben wir hier? Dunkle Brut! Danke für die Antwort. Sehr schön. Dann hauen wir mal aufs Maul. Und ihr kriegt alle mal den hier ab. Jo, da ist er doch gezimmert. Jetzt du. Hm, da leben noch ein paar. Was kann man gleich ändern? Ich hab sie schon auf dem Weg übersehen. Wollt ihr gerade unsere Backline chargen? Ich glaube. Ah, Liliane geht schon auf den. Perfekt, okay. Dann können wir auf den Gendog Alpha gehen. Runter. So, der ist weg und da ist noch ein Hörner. Der irgendwie gefreezed war. Sie hätte nicht gehen sollen. Sie hatte mir geschworen, alles Nötige zu tun, damit wir den Amboss finden. Ich hatte keine andere Wahl. Manche starben bereits an der Verderbtheit. Was auch immer. Aber manche. Einige der Frauen verwandelten sich. Ich wusste, was aus ihnen werden würde. Sie würden einen endlosen Vorrat an frischer, dunkler Brut produzieren, um die Fallen zu testen. Und ich würde es zum Amboss schaffen. Es gab keinen anderen Weg. Aha. Nee, machen wir lieber so. Irgendwelche Gesandter. Befehle?
Komm her, bevor du wieder irgendeinen Blödsinn machst. Bleibst du unten. So. Moment. Geh mal kurz hier. Bevor es hier irgendwelche Missverständnisse bezüglich Targets gibt. Ich mit Targets. Okay, gut, der Werfer muss auch. So, und ihr zwei bitte mal wieder nach hier vorne. So, und der letzte. Weg. Ihr ahnt ja nicht, wie sie meine Hand gehalten und um den Tod gebettelt haben. Dabei hatten sie mir Loyalität geschworen. Sie durften nicht aufbegehren. Euer Orden ist bekannt für seine Klugheit und seine Stärke. Vielleicht stellt ihr euch besser an als meine armen Clanmitglieder. Irgendetwas an diesem Ort lässt die Leute verzweifeln. Ja, ich frag mich, woran das liegen könnte. Oh, ein Ogre. Ich meine, ich habe schon mal erörtert, dass wir schon gefährlicher, dass der inzwischen nicht mehr wirklich gefährlich ist. Okay. Gehen wir einfach auf den Ogre. Und ihr kümmert euch mal kurz um den Kleinkruscht. So, komm her. So, offen. Du hast sogar den Ogre. Nehmen wir das Lomo? Nee, schade. Da kommst du jetzt her. Jetzt du. Und ihr geht zu denen da bitte. Könntest du bitte? Danke. Nicht an den Leichen hängen bleiben. So, war's das? Noch irgendein Monolog? Nicht? Dann können wir es endlich mal looten. Dolch der dunklen Brut. Sollte mehr Geld geben als eine Todeswurzel. Zerbrochene Kiste mit einem Kurzbogen aus Eisenborke. Sollte mehr Geld geben als konzentriertes Todeswurzelextrakt. Okay, haben wir es getrunken. Leichnam eines Zwerges mit der Lederrüstung des Staubfressers beschriftet. Sollte mehr Geld geben als ein Säurefläschchen. Geld. Ah, das hier sind übrigens Lyriumadern. An denen kann man als Magier, glaube ich, sein Mana auffüllen. Hat ihr Feuerwaffen messen oder Flammenwaffen? Ne, ich weiß, welche Gegner wir gleich besiegen werden, gleich bekämpfen werden. Das heißt, wir wollen telekinetische Waffen. Natürlich. Ich meine, das macht am meisten. Also ich glaube, es macht am meisten bei der Art von Gegnern, die jetzt gleich kommen wird. Betrachtet das als erledigt. Darauf kommen wir aber gleich noch zurück. Geld, solange er nur Geld gedroppt hat, ist ja sowieso alles gut. Lock. Was hast du dabei? Ein Amethyst? Gib her. Giftextrakt? Achso. Okay, ja gut, das nehmen wir dann nicht mit. Ich werde es tun. Großer, klarer Blitzkristall. Sollten wir zumindest vergleichen. Fliegt. Froststein, I guess. Jetzt nimm's auch wenigstens mit. Danke. So, du hast. Doch, du hast was gedroppt. Nix, nix, nix. Okay. Oh, liegt noch mehr. Schwacher Wundumschlag. Da, noch mehr dieser Teufel. Kurzbogen der dunklen Brut. Nichts deckbar, okay. Was ein kaputter Golem. So, da kommt mal her, Freunde. So. Nächster. Ich muss niesen.
Sorry dafür. So, dann du. Okay. Steingolem mit Schlangengift, das brauchen wir nicht. Und ein Leichnam eines Zwerges mit den Lederhandschuhen des Staubfressers verstärkt. Nee. Betrachtet das als erledigt. Ist halt auch so ein Granat. Lässt sich nicht decken oder habe ich noch keinen? Moment, Granat gibt mehr Geld als Geisterscherben. Kleiner Schild. Hab ich auch noch nicht. Leichter meines Zwerges mit Geld. There we go. Droppt ruhig mehr Geld und weniger Klump. Nee. Kann man Waffen überhaupt stacken? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, wir hatten schon mal ein paar gestackt, oder? Oh, Autosave. Das wirkte mal überhaupt nicht nach Gift. So, hier gab es irgendeinen Trick. Ah ja, genau, Gasventil. Das sieht doch nach einem Trick aus. So, das heißt, Ogren, Gasventil, Liliana, Gasventil, ich, Vorsicht, Feind. Tanken. Und deswegen... Hallo, ist das Ventil jetzt geschlossen? Oh, okay. So, ist jetzt zu. Ah, okay, warte, es war vorher zu, schade. Ah, okay, es war zu... Okay. Okay, also nochmal. So, jetzt ist es zu. Ja. Gehst du weg von Liliana? So, einmal Gruppenheilung. Halt, das war nicht Gruppenheilung. Doch, das war Gruppenheilung. Schickt mich los. So, auf mich. Ich werde es tun. Danke. So, weg. Und der letzte. Au. So, Heilung. Auf mich, Kumpel. So. Rundumschlag. Ist das eigentlich noch aktiv, oder? Ach, whatever. Die Tür, warte, aus welcher kamen wir jetzt? Aus der kamen wir. Okay, nee, Gift ist noch an. Ich hab bei den... okay, man hätte die Ventile, glaube ich, nicht in NPCs überlassen sollen. Das geht bloß schief. Nicht, dass es so tragisch ist. Steingolem. Noch ein Autosave. Mehr Steingolems. Direkt vor uns. Oh, ja dann. Klingenfalle, oh. Eine Falle. Direkt vor uns. Das ist doch gut zu wissen. Schickt mich los. So. Ich bin der Gegner. Das haben die nicht mitbekommen. Gut, dann gibt es eins auf Maul. Hier. Ah, Falle ist entschärft, während sie am Boden lag. Okay. Ja, gut, okay. Kann ich mitleben. So, ich kann sogar Golems auf den Boden schreien. Nimm das. So, und jetzt du. Noch mehr? Betrachtet das als erledigt. So, die Geisterscherben hat jetzt natürlich genau genug die, die ich weggeschmissen hatte. Na, egal. So, die werden 100 Pro auch gleich aufstehen, die da hinten. Liliana? Liliana. Ich sehe das hier jetzt nicht, dass hier jetzt keine dritte Falle ist, oder? Ah, anscheinend nicht. Da schau her.
Welcher Teil von auf mich gehen ist eigentlich so schwierig, ihr blöden Holzköpfe? Und ja, ich habe gerade Steingolems Holzköpfe genannt. Vielleicht solltet ihr mal aus dem AOE rausgehen. Wie klingt das? Das Problem ist, wohin? Ich glaube, hier sollte am sichersten sein. Na komm. Ich kann keinen Movement-Befehle geben, wenn die betäubt sind. Okay. Aber gerne. So, ja, auf mich geht. So ist richtig. So, Lebenskraftentzug. Perfekt, damit halte ich gleich schon mal selber. Dann du. Kannst du wieder? Na, gleich. Dann machst du lange nochmal den hier. Oh, das war's. Die anderen stehen nicht auf. Großer, klarer Eiskristall. Der ist auch wichtig zum Vergleichen. Sehr schön. Wollen wir das beste Equipment für Shale haben? Ich hatte fest damit gerechnet, dass sie jetzt alle aufstehen würden, aber okay, ich beklag mich nicht. Was ist hier jetzt? Oh, hier wäre ein Autosave gewesen. Ach ja, ich erinnere mich, dieses Ding. Oh, das hat wie nochmal funktioniert. Also Schritt 1 war auf jeden Fall die Typen hier. Da löst ja auch nichts anderes aktiv, ne? Ja. So, Nummer 1. Und der geht jetzt wieder da rein oder so. Irgend sowas war da. Ockren, könntest du bitte auch herkommen? Danke. Was machst du denn schon wieder? Geh auf den Geist. So, der verschwindet auch, genau. Dann der nächste. Ich weiß nicht, was ihr da macht, Leute, aber könnt ihr bitte wieder einfach normal alle auf den hier gehen jetzt? Danke. Dieses Ding in der Mitte verwirrt meine Gruppe. So, jetzt ist der da reingeflogen. Und hat sich darüber gedreht. So, das heißt, ihr wollt den hier aktivieren. Richtig? Ich glaube, so war das die Sache. Dass man immer darauf achten musste, wo der reinfliegt. Und dann den entsprechenden Amboss aktivieren muss. Leute, ihr könnt immer noch nicht durch Wände schießen. Da muss man alle aktivieren einfach. Man muss einfach alle aktivieren, oder wie? Warte. Ausgefordert. Nee, halt das nicht richtig. Oh, das wird gut. Ah doch. So, und jetzt du. Okay. Dann bitte wieder so. So soll es sein. Könnt ihr mal bitte nicht immer auf den einen Gegner gehen, den ihr wegen dem Mittelding nicht erreichen könnt. Meine Güte. Man kann sich auch mal 5 Sekunden nicht wie der letzte Volldepp anstellen. So, jetzt noch du. Okay, dieses Mal kämpfen wir wenigstens gegen den Gegner, den sie erreichen können. Macht ihr mal meinetwegen. So. Liliana heilen. Noch mehr Narren. So, komm, Kibum. Lass sie zurück. Jetzt zieht es für ein Ende. Du hast dein Schicksal herausgefordert. So, und der letzte. Was macht denn ihr schon wieder? Schnell kommst du mir nicht davon. Seid vorsichtig, was jetzt? Schon wieder ein Kampf. Ich glaube, ich habe was falsch verstanden bei dem Fight hier. Du hast ein cooles Schwert. Muss ich einfach die Armbrüste durchspammen? Oder habe ich irgendwas komplett falsch verstanden?
Ich hab irgendwas komplett falsch verstanden. Er wäre geschafft. Ich bin fertig. Oder laden einfach die Geister, die Ambosse auf. Liliana. Schickt mich los. So. Dann so. Beeilung. Schnell, wir müssen kämpfen. Zurück, der Erbauer schütze uns. So, ja, genau, da ich die Geister erledige, werden die Ambosse geladen. So, jetzt aber, okay. Okay, war nicht ganz so, wie ich es im Kopf hatte, aber es hat am Ende geklappt. Also alles gut, I guess. Liegt hier irgendwas? Nee. Okay, ja, zur nächsten Aufgabe, ne? Aber jetzt mal ehrlich, Branka, das hätte Dunkle Brut doch nie gerallt. Wir haben gleich ein Level-Up. Mein Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsama ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Carradine? Von Carradines Kreuzung? Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt. Aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. War es das wert? So sprach mein König. Ich wollte nur Freiwillige benutzen, aber damit war er nicht zufrieden. Und schon bald gab es hier Ströme von Blut. Irgendwann hatte ich genug und weigerte mich. Also brachte Valtor mich als Nächsten auf den Amboss. Und jetzt? Wollt ihr Rache? Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein, der Amboss gehört mir. Niemand nimmt ihn mir weg. Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Hier kann man sich jetzt entweder für Carradine oder Branka entscheiden. Ich habe mich tatsächlich schon relativ häufig für Branka entschieden, weil, wenn man Carradine hilft, zerstört er den Amboss und hat keine Golems. Und genau wie die Werwölfe sind die Golems sehr geile Einheiten. Und zwar gelogen, Golems sind noch geiler als die Werwölfe. Aber wir wollen hier das bestmögliche Szenario erreichen und ich persönlich finde, das ist besser, Kerrigan zu unterstützen. Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr den neuen König unterstützt. Hört nicht auf ihn. Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig. Verhelft mir zu dem Amboss, dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz!
Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Seht euch um! Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Wenn man hier jetzt übrigens Shale dabei hat und sich für Branka entscheidet, stellt sich Shale gegen ein. Aber Shale ist nicht da und wir entscheiden uns nicht für Branka. Wollt ihr nicht mehr über die Möglichkeiten des Ambosses erfahren? Er ist ein Wunder, ein Werkzeug zur Schöpfung. Weißt du, mit was diesem war klar? Amboss könnt ihr dem Erbauer selbst Konkurrenz machen. Genau diese Anmaßung hat den Erbauer vertrieben. Wenn ihr den Amboss zerstört, werdet ihr das bereuen. Würde es euch gefallen, ein Golem zu werden? Das wagt ihr nicht. Warum nicht, wenn es mir nur um Macht ginge? Ich möchte es lieber nicht herausfinden. Bitte, zerstört ihn, wenn ihr meint. There we go. Euer Mitgefühl beschämt mich. Ha, ihr seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradin. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich sie nicht aufhalten.